Herzlich willkommen zu diesem kurzen Talk über Edge Intelligence Systemlösungen. Mein Name ist Banu Konka und ich bin für das Marketing bei ATS Global in Deutschland zuständig. Ich freue mich heute in dieser ungewöhnlichen Live-Talk-Runde Jim von Advantech als Business Developer zu begrüßen und auch Dietmar als Vertriebsingenieur tätig und auch im Business Development von ATS in Deutschland. Zum heutigen Thema: Edge-Lösungen sind eine der bedeutendsten globalen IT-Trends und werden immer wichtiger im Bereich Produktion und Logistik, zum Beispiel für Energiemanagement und andere Optimierungen. Am Markt tummeln sich deshalb natürlich auch schon bereits jetzt eine Vielzahl von Anbietern und Lösungen. Was also bieten Advantech, Inducted Automation und ATS in diesem Fall gemeinsam an, was andere Anbieter nicht leisten können? Womit wir dann direkt beim Thema Edge Intelligence Systemlösungen durch IoT Co-Creation sind. Jim, ich würde mich freuen, wenn du uns hier auf den aktuellen Stand aus Sicht von Advantech bringst. Vielen Dank. Ja, danke vielmals, Banu, für die Einladung und danke für die Introduktion. Wir sehen viele Entwicklungen rund um Edge Computing, Edge Intelligence. Zum Beispiel einer von unseren Partnern, IoT One, einem Market-Untersuchsbüro, hat schon gesehen, dass es eine starke Entwicklung gibt zum niedrigsten Niveau im Werk, im Industrie 4.0, beim Maschine und beim Equipment. Das ist, wo starke Edge-Computers entwickelt werden. Hier sehen wir auch, dass die Kunde viele Erfahrung gemacht hat mit Proof of Concept im Cloud Computing und jetzt auch schon wieder zurückfokussiert auf seine eigenen Probleme und die Lösungen dazu. Und das spielt alles rund um Edge. Ja, interessant, dass ich gerade heute Morgen in der IT- und Production-Zeitschrift einen Bericht von Gartner gesehen habe, die also vorhersagen, dass spätestens in 2025 mehr als 75% aller Daten eben nicht mehr in Zentralrechnersystemen oder Cloud sich befinden werden, sondern eben in Edge-IoT-Lösungen. Und das ist sehr spannend, also offensichtlich sind wir hier genau am Puls der Zeit. Wollte ich nur kurz ergänzen. Ja, das ist so, Dietmar. Wir sind auch von Intel. Die haben auch eine Fabrik of the Future, Fabrik of the Zukunft, Fabrik der Zukunft und sehen eine starke Entwicklung auf Edge-Niveau. Virtualization, das ist jetzt ein Thema, wobei wir Hardware-Controllers, Hardware-Prozessen virtuell laufen lassen in einer Plattform. Zum Beispiel Echtzeitsteuerungen laufen auf das gleiche Plattform wie die Data-Erfassung, der Data-Vorbereitung, Kommunikation und die Cloud-Connection. Wir sehen vier verschiedene Entwicklungen auf Edge. Das fängt an mit der Einstieg von Edge Gateway, Data-Erfassung, eine leichte Data-Vorbereitung und die Kommunikation mit das Plattform oder dem Cloud. Das ist der Edge, das sieht man am unteren Seite von der Slide, da sieht man einige Produkte. Der zweite, was wir sehen, ist Edge Controller, Echtzeitsteuerungen kombiniert mit Gateway-Funktionalität. Zum Beispiel mit Codesys für die Echtzeitsteuerung, aber auch mit Sicherheitsprotokollen für die sichere Datenkommunikation zum Edge oder zum IoT Cloud. Und dann sehen wir noch die Edge Visualisierung, wobei wir auf einen Touchpanel Computer eine Applikation laufen lassen, wie ein Dashboard oder eine Qualitätsapplikation, und wobei am Hintergrund wir auch Dataerfassung, Qualitätssysteme, Kommunikation, Datavorbereitung und die Kommunikation zum Cloud laufen lassen. Und die vierte, und das ist die stärkste Entwicklung, das läuft rund künstliche Intelligenz. Wir nennen das Edge AI und Analysis. Und das ist alles rund um Edge Intelligence, künstliche Intelligenz,
Machine Learning und Machine Vision. Und da braucht man sehr starke Plattformen, wobei wir viele Möglichkeiten haben von Einstieg bis zum sehr schwere Learning Systemen basiert auf NVIDIA Technologie. Mit diesen Systemen haben wir auch die Möglichkeit für unsere Zusammenarbeit mit Ignition, Ignition Edge. Das läuft auf all diese Systemen von Gateway bis zum AI-Systemen. Und da benutzen wir Edge-Functionality für mehrere Funktionalitäten. Und dabei haben wir die Zusammenarbeit mit ATS. Vielen Dank, Jim. Wo wir dann beim Thema ATS und Systemintegrator wären. Dietmar, das kannst du vermutlich am besten erläutern. Also warum ist jetzt ein Systemintegrator wie ATS ein ebenso wichtiger Faktor neben Hardware-Komponenten von Advantech und der Software von Inductive Automation für diese Systemlösungen relevant? Also was zeichnet ATS als Systemintegrator in dieser Partnerschaft aus? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Connect best with the best. Das ist quasi das, was dahinter steckt. Und vielen Dank, Jim, für die gute Zusammenarbeit bisher. Wir waren ja schon gemeinsam bei verschiedenen Kunden in unterschiedlichen Branchen und sehen, dass dieser Bedarf immer stärker wird. Macht auch sehr viel Spaß, da mit dir zusammenzuarbeiten. Ich denke, da sind wir auf einer Wellenlänge, was auch sehr wichtig ist in so einer Partnerschaft. Und wir sind globaler Partner von Inductive Automation. Das ist das Unternehmen, was Ignition Edge Lösungen anbietet. Sehr innovatives Unternehmen. Und wir sind ja weltweit sicherlich zwischen Nummer 1 und 3 dieser Partner. In Europa Nummer 1 Premium Partner für Softwareentwicklung, Schulung, aber auch Systembetreuung und haben zahlreiche Projekte begonnen bei dem ganz großen Logistikdienstleister. Wenn Sie ein Päckchen versenden oder irgendwas bestellen, dann wissen Sie, wen ich meine, die überall in ihren Logistik-Hubs Ignition einsetzen. Das wird beim sehr beliebten Schokoladenhersteller in Aachen genutzt. Wir haben Verpackungsanlagenhersteller, die Ignition nutzen zur Visualisierung, zum Alarming, aber insbesondere für die Schnittstelle zwischen der Produktion der Logistik und den übergeordneten Systemen wie MES, ERP und PLM. Das heißt, die Produktionssteuerung lebt quasi von dem Datenaustausch zwischen dem, was vor Ort passiert und zwischen dem an Aufträgen, was gemacht werden soll. Das Interessante daran ist, dass die Lösung von Inductive Automation Ignition skalierbar ist. Es ist offen und Kunden profitieren hauptsächlich von unserer Branchenerfahrung. Über 30 Jahre begonnen im Bereich der Automatisierung, Maschinenanbindung, aber auch Programmierung und Entwicklung. Und das gemeinsam gepaart mit den wirklich Top-Leuten von Inductive Automation, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin und meine Kollegen, und Advantech. Das macht letztendlich dann den Mehrwert aus. Also definitiv ein spannendes Thema. Was ist denn nun die Message hinter unserer Edge Intelligence Systemlösung durch IoT Co-Creation? Ja, das ist eine gute Frage, Banu. Wir arbeiten seit langem zusammen mit ATS. Wir glauben in starke Zusammenarbeiten. Wir glauben auch, dass jedes Vertrieb seine eigene Kernkompetenzen hat. Und mit das Zusammenbringen von Kernkompetenzen bauen wir an einen maximalen Wert für unsere Endkunden. Wir haben viel Kenntnis als Advantech von Hardware und Infrastruktur. Dabei arbeiten wir zusammen mit vielen Technologiepartners wie Intel, Microsoft und NVIDIA, um eine starkes, industrielles und globales gemanagte Plattform zu entwickeln. Das ist unsere part. Dabei haben wir die Zusammenarbeit mit Spezialisten auf jedes Gebiet. Das heißt am Kommunikationsgebiet, künstliche Intelligenz, Systemintegration, aber auch auf IT-Plattformen und Cloud-Solutions. Deswegen arbeiten wir zusammen mit ATS für die Unterstützung und die Implementierung von unseren SRPs mit Ignition Edge. Das heißt, dass Advantech ist verantwortlich für das Zusammenbauen von die Hardware- und Softwarelösung. Und ATS bringt das zum Kunde, adviseert unsere Kunden und implementiert das bei unseren Kunden. Deswegen freut es uns die starke Zusammenarbeit
und unabhängige Lösung zum unsere Kunden zu bringen. Ja, vielen Dank, Jim, für diese Bemerkung. Ich würde gerne mal bei dem Begriff SRP ansetzen, Solution Ready Package, ja, bestehend aus diesen drei Partnern, die du ja schon beschrieben hast. Das heißt, connect best with the best, im Endeffekt die Experten und das Wissen dieser Experten bringen wir als gesamtes Paket zum Kunde. Und der braucht sich quasi nicht um die einzelnen Dinge zu, hat auch gar nicht mehr die Ressourcen dazu, ja, sich Hardware selbst auszusuchen, zu programmieren, das Ganze quasi in Betrieb zu nehmen, sondern bekommt das quasi aus einer Hand, aber mit den dazugehörigen Experten und Unternehmen im Background, die du bereits genannt hast. Vorteile sind hier offene Standards. Das fängt bei eurer Hardware an, geht bei der Software von Inductive Automation weiter, die zum Beispiel aufsetzen auf eine MS-SQL-Datenbank und die gesamten Daten, die dann Ignition einsammelt und auch die Informationen, die es generiert, wie Alarme oder Auswertungen, stehen eben dem Benutzer auch für Anwendung in dritten Programmen wie BI-Auswertung oder anderen Analyse-Tools zur Verfügung. Wir haben damit vergleichbare Lösungen wie im Sport mit so einer Uhr, die man beim Joggen oder Wandern anzieht. Ja, das heißt, ein Blutdruck und ein Herzschlag wird aufgezeichnet und visualisiert online auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mein Handy, kann mir das anschließend nochmal anschauen. Mein Sohn nutzt das im Sport in seinem Fußballteam stark. 15, 20 Spieler, die da rumjoggen und anschließend webbasiert eine Auswertung machen und zusätzlich noch Ernährungs- und Gesundheitstipps und Trainingspläne bekommen, wie sie das verbessern können. Und das Gleiche kann man im übertragenen Sinne hier eben dann für die Produktion, Montage oder Logistik nutzen. Und das ist letztendlich das, was wir gelernt haben, dass Kollaboration eben dazu führt, dass 1 und 1 und 1 deutlich mehr ist als 3 für unsere Endkunden. Ja, vielen lieben Dank für diesen kurzen Talk über Edge Intelligence. Ich glaube, es war sehr spannend und wir freuen uns auf die Projekte, die dann noch kommen werden, über die Anfragen und ja, und weiteren Entwicklungen natürlich auch. Vielen lieben Dank, Jim. Danke, Dietmar, dass ihr heute zusammengekommen seid zu dieser etwas ungewöhnlichen Live-Runde und ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit und um continuously der besten Wert zum Kunden zu bringen. So, danke für die Einladung und bis schnell. Ja, bis wir uns zum nächsten Mal wieder mal dann live physikalisch treffen können. Das wäre schön. Ne? Das hoffentlich. Das wäre super. Gut. Danke, tschüss. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Tschüss.